So, dann schauen wir doch mal, was hier in dieser Zelle drin ist. Und ich hoffe, genau, dass uns dieser Schlüssel jetzt geholfen hat. Hallo. Oh, hallo. Oh, there you are. I thought you'd all but forgotten me. How sweet. Good to know that a skinny little heretic can still turn heads. Hm? Oh, you're not one of them, are you? Accept my apologies for mistaking you for one of those leeches. So, what business have you here? This is a land of monstrosities. And I am no exception. Ja, wir bieten schon die Hilfe an. You're here to save me. But I'm guilty. A wretched child of the Abyss. Is that something you can forgive? Ja, natürlich, das sind wir doch alle. Oh, really? You are no ordinary man. Very well. Besides, I've grown tired of imprisonment. I am Carla. And I accept your proposal. Ah, cool. Dann ist die jetzt bei uns im... Was ist hier eigentlich die ganze Zeit für ein Gepolter? Bei uns im Schrein, würde ich sagen. Hä? Also diese Ratten hier. Eine wunderschöne Atmosphäre. Ja, komm, komm, fallt doch einfach durch, schmeißt euch auf mich drauf, damit ich überhaupt nichts mehr machen kann. Alter. Komm jetzt, verdammt nochmal, so. Oh. Puh. War das jetzt eigentlich die einzige Zelle? Also es gab die eine oben, die wir aufgemacht haben. Dann gab es sie. Und wir fahren jetzt nochmal im Aufzug wieder nach oben. Ach nee, der Aufzug war ja hier. Und schauen, was da, ja, was ich eigentlich dachte, was ein Fenster ist. Ja, was sich dahinter verbirgt. Ich bin ja mal gespannt. Irgendwie das Gefühl, da ist gar nichts. Außer wahrscheinlich irgendwie hier. Ich komme wahrscheinlich hier oben raus. Da oben und sammel dann, da oben ist es wahrscheinlich so, und dann sammle ich irgendwie Schmutz ein. Eine Packung Schmutz sammle ich dann ein und dann... Aber wir haben doch noch einen Schlüssel gefunden. Oh Mann, das ist wirklich gemein, das ist wirklich gemein. Ach, jetzt ist es wirklich die große Frage... Ach, stimmt ja, ich muss ja den ganzen Weg wieder zurück. Ach, nein. Wenn, dann machen wir das mit Doppelblitz. Bum, bum, Doppelblitz. So. So muss es eigentlich immer sein. Mit Schmack ist einfach hier mal ein bisschen aufräumen. So. Ah, genau, da war das. Hier war das. Wer schreit eigentlich bei jeder Bewegung, die ich ausführe? Du bist das, ne? Hör auf! Ich will deine blöden Geräusche nicht mehr hören. Und wer auch immer hier gerade geschrien hat, der... Soll jetzt auch endlich mal ruhig sein. Ich will dir, dass endlich mal ein bisschen ruhig ist. Dieses ewige... Ah! Woher kommt dieses Geräusch? Ihr wollt mich wahnsinnig machen. Hier ist doch gar nichts mehr. Ach, da unten, auf dem unteren Stockwerk. Ich verstehe, ich verstehe. Gut, dann schauen wir doch mal, was jetzt hier hinten ist. Oh, nee, jetzt kommt der wieder. Jetzt, ich werd noch verrückt, ne? Dieser Nervensack!
keine Stunlocks! Nein! Verdammt nochmal! Alter! Oh! Was? Blutverlust? Oh. Ah, ich habe wieder Maden. Ich muss Feuer. So. Alter Schwede. So langsam geht ihr mir wirklich auf den Sack. Das hat gut getan. Und jetzt dein Freund hier. Und den hole ich mir jetzt auch noch. So. Wo ist er? Wo ist er? Da. Ich weiß, es ist nur eine Fackel. Aber diese Fackel ist dein größter Feind. Warum ich das nicht mit allen Gegnern machen kann, das ist eine gute Frage. Es wäre wohl etwas unbalanced, sag ich mal. So, jetzt schauen wir endlich, was hier hinten ist. So. Einen kleinen Mini-Leiter. Was, das ist jetzt nicht euer Ernst. Ja, okay, Wappenring, brüllender Drache, phänomenal. Ich bin jetzt einfach nur hier. Ich bin jetzt nicht einfach nur hier, oder? Aber Moment. Ach, das ist dieser Weg. Ich glaub's ja nicht. Ey, Leute. Ihr könnt mich nicht mit so einem coolen Geheimgang teasern, ja? Und dann ist hier gar nichts. Das ist absolut unfair. Das ist nicht fair. Das ist nicht lieb. Das ist total evil einfach. Ach, dieser Bereich, dieses Labyrinth. Das ist so furchtbar. Ah, da ist die Kiste. Genau, die schlafende Kiste. So, warte mal. Hier ging es jetzt wieder zu dem Riesen, ne? Oh. Und da hinten kommt jetzt wieder die Gruppe von lustigen... Ach. Leute. So. Jetzt kümmere ich mich um euch. Alle zusammen. Ja, meine Rache wird grausam sein, denn ihr geht mir sowas von dermaßen auf die Nerven. So. Letzte Potion. Das war gerade Tarzan, original. So. Klabatsch. Oh. Wir springen jetzt einfach mal hier runter. Aha. Dachte ich mir doch, dass es mir nichts bringt. Oh, warte mal. Ah, okay. Dann hat... Ist ja klar. Jetzt haben wir eigentlich nur noch den Riesen als Gegner übrig, oder? Und den zu besiegen da unten mit den Füßen, das ist schon... Das ist schon eine ganz schöne Aufgabe, meine Herren. Puh. Ja, ich würde sagen, dann probieren wir das mal, oder? Ah, mir ist eben gerade noch eingefallen. Wir haben diese Zelle noch. Ganz am Anfang. Ich würde sagen... Das ist doch jetzt ein Witz. Das kann doch nicht sein. Ich fühle mich gerade wie... Wie heißt der noch aus Star Wars? Wenn jetzt hier noch zwei Wachen entlanglaufen. Okay,
Okay, dann hauen wir jetzt den Riese um. Ja, dann hauen wir jetzt den Riese um. Ich hole mir erst nochmal Hitpoints. Wir treffen uns beim Riese und dann hau ich den um. So, als ich eben hier entlang zum Riese laufen wollte und nochmal auf dem Dach geguckt habe, ob ich nicht irgendwo was vergessen habe oder sonst irgend sowas, habe ich hier das gesehen und dachte, vielleicht könnte man das schaffen, von der Entfernung hier drüber zu springen. Wir probieren das mal aus. Testen einfach mal. Ja! Jawoll! Geil! Wenn jetzt hier nur ein Stück Stoff liegt oder ein Abfall oder irgend sowas. Oh oh. Ah ne, das ist nur der Riese, der schläft, ne? Hey, Zwiebelmann? Zwiebelmann? Zwiebelmann! Was machst du denn hier? Der Arme. Du hast doch, wir haben doch noch eine Suppe zusammen gegessen. Und die war wirklich verdammt lecker, die Suppe. Also, das war wirklich eine richtige. Der war so leicht mit Zwiebelgeschmack und sowas. Ich weiß gar nicht, woher das kommt. Aber die war wirklich richtig gut. Und jetzt hockst du hier. Was machst du hier, altes Haus? Oh, you are a saint. Once again, you are my valiant savior. I, Siegfried of Katarina, express my deepest gratitude. Take this. A token of my thanks. Go on. It's all yours. Ja, und was? Oh. Okay, danke sehr. Ah, no, please. Go on ahead. I've my own road to take. And a duty to fulfill. Very soon. Hm? Ah, no, please. I've my... And... Ja, aber... Ah, no, I... And... Okay. Okay, dann lassen wir ihn hier wieder alleine. Bin mal gespannt, wo wir ihn dann wiederfinden. Hoffentlich wieder in der Küche. Dann macht uns nochmal ein Süppchen. Hm. Seltsamer Charakter, ne? Durch und durch. Huch. Durch und durch. Auch schon im ersten Teil. Gibt es den eigentlich auch im zweiten Teil? Das wäre eigentlich mal lustig. Ich weiß gar nicht, ob ich mich da spoilern möchte. Oder es würde mich aber schon mal echt interessieren, ob es den... Oh, oh. Hier. Nichts ist da. Haha! Arschlöcher. So. Was haben sie jetzt davon? Ja, ich habe mir gedacht, dass wir den Fußangriff nehmen. Also oben, das ist mir zu risikobehaftet. Wir werden hier den Fußangriff machen. Mit Blitzlicht. Nein, jetzt habe ich zweimal Blitzlicht gemacht. Verdammt. Ich wollte doch... Ah, oh, verdammt. Naja, egal, komm. Wenn diese verdammten Ratten... mich einfach nur in Ruhe lassen würden. Ich will doch nur eine Potion trinken. Nur eine Potion, nur eine Potion, damit ich nicht direkt aus den Socken falle. Und das im wahrsten Sinne des Wortes. Lass mich doch mal in Ruhe, du Blöde! Also eigentlich haben die ja gar nicht so viele Hitpoints, diese Riesen. Also zumindestens... Ich wollte echt mal einfach mal eine Stunde lang. Ich finde die Ratten viel gefährlicher, ne? Amen? Haben wir ihn? Jawoll! Ich finde die Ratten viel gefährlicher. Ich meine, schaut euch mal an, wie die Ratten mich hier platt machen, ja? Ich habe kaum eine Chance. Oh Mann! Kaum eine Chance. Jetzt geh weg, du scheiß Ratten! Ihr verdammten Viecher. Ich hätte den eigentlich auch hier sehen können, ne? Den armen Kerl. Wer hat den da eingesperrt? Ich frag mich, wie kommt der da rein? Ich meine, diese Jailer,
die bringen mich um und der kommt da in so ein kleines schönes Gefängnis, in so gemütliches kleines. Ja, okay, war es das jetzt hier schon wieder oder was? Ja, okay, es ging ja dann, es ging ja noch hinten bei dem Feuer in dem offenen Raum mit den Gargoylen. Da ging es auch noch weiter. Ich würde sagen, da gehen wir im nächsten Teil hin und schauen mal, was da ist, was wir da dann finden. Oder? Ich würde jetzt sagen, hier in dem Bereich ist nichts mehr. Da haben wir eigentlich alles gefunden. Also, bis zum nächsten Teil und dann da unten. Tschüss und ciao.